Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Medal of Honor Frontline. Heute am 3. April 2013. Ich habe nur Urlaub. Ist das nicht schön? Die letzten Tage meines Urlaubs brechen an. Ich meine, im Endeffekt war es nur eine Woche, aber okay. Aber ich habe mir 4 Tage Urlaub genommen, habe dafür 1,5 Wochen frei. Was will man mehr? Wir haben jetzt auch wieder eine ungewohnte Uhrzeit für mich. 9:30 am Abend. Ja, weil ich habe ja Urlaub und so. Bis heute waren noch meine Freunde da. Gerade war ich noch mit Christoph und seiner Freundin kurz in der Stadt. Nur mal bei Mackis, ein Ründchen gelaufen und so. War schon schön. War sowieso interessant in meinem Urlaub. Ich hoffe natürlich, ihr habt alle die Osterfeiertage schön verbracht. Am Donnerstag vor Freitag war mein letzter Arbeitstag. Mein letzter Feiertag, ja genau, richtig. Und da fing es so ein bisschen an mit Husten und allem drum und dran, ne? Und am Freitag direkt bin ich aufgewacht. Es wurde schlimmer mit dem Husten. Im Laufe des Tages hat sich das so komisch angefühlt, so dieses Überempfindliche, was man halt so an der Haut hat, ne? Wenn man krank wird. Und ein paar Stunden später hatte ich Fieber. Ja, somit habe ich den ganzen Freitag verpennt. Samstag, was war Samstag? Ging es mir auch noch nicht so berauschend, aber schon viel besser. Wahrscheinlich, weil ich das ganze Fieber ausgepennt habe, einfach und ausgeschwitzt. Da war ich noch kurz bei meiner Mutter und Sonntag war auch bei meiner Mutter wegen Ostern und Montag auch. Da war noch meine Nichte da und Dienstag muss ich zum Zoll und nach Ikea und ja. Heute haben wir Mittwoch, heute ist mein Freund abgereist und jetzt habe ich Zeit zum Aufnehmen. Ist das nicht schön? Ich habe momentan zum Glück auch noch Zeit zum Rennen, weil jeder Part, ich weiß nicht warum, bei der ersten Aufnahme war es nicht so, aber bei der letzten Aufnahme hat jeder Part zum Rennen 3 Stunden gedauert. 3 Stunden, 15 Minuten Video. Ich muss mal gucken, dass das irgendwie verändert. Das heißt, das kann sein, dass sich die Qualität ein bisschen verändert, eventuell auch verschlechtert. Weil ich habe jetzt in meinem Urlaub, kann ich den Rechner natürlich die ganze Zeit laufen lassen. Aber selbst wenn ich dann keinen Urlaub mehr habe und den Rechner die ganze Nacht laufen lasse, morgens aufstehe und der ist immer noch nicht fertig. Ah, das ist dann nicht so schön. Vor allem, weil ich immer erst die nächste Aufnahme starten will, wenn alle Videos bearbeitet sind. Sonst verpeile ich irgendwas zu bearbeiten. Das ist dann auch kacke. Deswegen, ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie anders machen kann. Es kann sein, dass ihr dann vielleicht überall so ein paar Ränder seht oder so, die ich jetzt bisher immer weggeschnitten habe. Aber das kann sein, dass ich das jetzt nicht mehr machen werde, weil ich das mit einem anderen Programm nämlich nicht machen kann, wofür aber dann auch jeder Part dann ungefähr nur 20 Minuten dauert zum Rendern. Jo, ich gucke einfach mal, wie ich Bock habe. Auf jeden Fall, beim letzten Mal haben wir ja, genau, hier die letzte Mission. Welche war das? Ich weiß es nicht mehr, aber für irgendeine von den Missionen haben wir dann jetzt auch noch mit der höchsten Wertung geschafft. Haben jetzt hier die Medaille bekommen, die wir uns jetzt nochmal erstmal stolz angucken werden. Nein, das. Genau, die Army Commendation Medal haben wir, glaube ich, gekriegt. Ich komme jetzt leider nicht mehr zurück. Ah, doch. Das ist sinnlos. Wenn ich nach links drücke, komme ich nach unten. Wenn ich nach rechts drücke, komme ich wieder nach oben. Okay, wenn ich nach rechts drücke, auch. Okay, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt. Ja, und jetzt können wir uns erstmal jetzt schön weiter an die nächste Mission ranschmeißen. Nalle, Heuhaufen, stürmische Landung haben wir geschafft. Genau, das war es mit den Mörsern. Jetzt geht's zum Goldenen Löwen. 16. September 1944, 20 Uhr, Kleveburg, Holland. Sie müssen unseren Informanten finden. Suchen Sie sich ein Versteck und warten Sie, bis es dunkel wird. Da in Kleveburg nach Sonnenuntergang eine strikte Ausgangssperre herrscht, wimmelt es in den Straßen vermutlich von deutschen Patrouillen. Keine Sorge, einer unserer Kontaktleute besorgt Ihnen eine Pistole mit Schalldämpfer. Ah, okay. Schalldämpfer gab es damals also doch. Angeblich war Gerrit Stammgast im Goldenen Löwen, einem Pub am anderen Ende der Stadt. Agent Fox, ein Mitarbeiter der OSS, bringt sie hin. Bevor sie sich mit Fox treffen, besorgen sie sich Werkzeug und nehmen sie sich die Fahrbereitschaft der Deutschen in der Stadt vor. Eine Agentin des holländischen Widerstandes wird sich anschließend von der Qualität ihrer Reparaturen überzeugen. Wenn sie zufrieden ist, gibt sie Fox grünes Licht. Anschließend erwartet sie Fox in der Garage mit der orangefarbenen Markierung. Kappen Sie auf dem Weg zum Pub die Zündkabel oder die Ölleitungen möglichst vieler deutscher Fahrzeuge. Okay. Oh, ich werd wieder welche übersehen. Dann muss ich wieder ganz Level zurückrennen. Egal. Unser Informant wartet im Goldenen Löwen auf Sie. Vielleicht weiß er, was mit Gerrit passiert ist. Gehen Sie einfach in den Pub und warten Sie, bis sich unser Mann zu erkennen gibt. Meine Stimme ist so ein bisschen lädiert. Es kann auch sein, dass ich noch ein bisschen krank wirke, dass ich ab und zu mal meine Nase zusetzt. Aber es sind halt die Restwehen. Da es im Raum Kleveburg derzeit keine Kämpfe gibt, halten sich im Goldenen Löwen vermutlich einige betrunkene deutsche Soldaten auf. Also verbergen sie ihre Waffen und borgen sie sich eine deutsche Uniform. Fox ist ihnen dabei sicher gerne behilflich. Viel Glück, Patterson. Ja, das kann ich gebrauchen. So Stealth ist ja nicht so meins. Obwohl ich unglaublich gerne solche Spiele spiele. Aber irgendwann habe ich dann dafür einfach keine Geduld mehr. Ach okay, eine Stealth-Mission, ich kriege hier erstmal ein Maschinengewehr. Und sowas liebe ich ja auch, wenn ich direkt in zwei Richtungen gehen kann. Super, ey. Was hatte ich hier nochmal für Waffen? Springfield und... Ah. Ja, konnte mir erstmal die Schalldämpfer knarre, oder? Was hat jetzt... Oh mein Gott! Ey, sag mal! Direkt noch ein paar hier, oder was? Das ist ja schon mal ein schöner Start. Oh, leck mich doch am Arsch. So. Komm, komm. Geh weg, danke. Und du jetzt auch. Ach, ihr seid ja schon alle Schrott. Schön. Muss ein bisschen leiser machen. Ich muss leiser machen, das geht nicht.
Von hinten jetzt, oder was? Jo, war ja klar. Arschloch. Bis hin. Danke. Was ist das denn hier? Ich hab gesagt, ich soll unerkannt bleiben. So. Ey, ja, danke. Junge. So, verdammt doch mal, geht doch. War's das jetzt hier, oder was? Mission geschafft. So, was haben wir überhaupt für Auftragsziele? Da fehlt auf jeden Fall eins. In der Werkstatt mit den Agenten finden Sie Ihre Kontaktperson. Okay. Komm, ein bisschen radeln hier, schön. Gehen wir erstmal hier lang. Aha. Ich gucke mir erstmal. Ist das ein Deutscher? Bist du ein Deutscher? Sieht sehr deutsch aus. So, da war die letzte Kippe. Voll laut so ein Scharfschützengewehr. Hallo! Da ist noch einer. Ich wusste es doch. Okay, okay, okay. Da hat schon wieder jemand auf mich gesch. Ganz weit hinten, hallo? Soll ich denn da hinkommen mit meinem Maschinengewehr? Okay, da ist jemand direkt links, hab ich gesehen. Ah, jemand ist gut? Drei Leute? Oh, ich treffe aber auch nicht. Muss ich erst wieder hier an Analogstick-Ziel-Dings gewöhnen. Er lebt noch hier. So. Jetzt nicht mehr. Ach, das war nur das Fahrrad. Wo kommt ihr eigentlich her? Dass ich schon mal. Oh, ich hätte auch vorher mal nachladen können. Ach so. Ja gut, wenn so ist, nehmen wir auch gerne an. Links oder von rechts? Von gar nichts. Kommt hier noch was oder wie? Oder? Dann halt nicht. Ich muss halt schon ein bisschen leiser machen, weil ne, Nachbarn und so, die müssen ja vielleicht arbeiten. Die haben es vielleicht nicht so gut wie ich heute. Wer schießt? Oder wer labert denn hier? Ja. Dann komm auch bitte her. Laberst du mich die ganze Zeit hier voll, oder was? Okay, alles klar. Gut, dann geh ich jetzt nochmal da dran. In der Hoffnung, dass jetzt vielleicht ein paar spawnen. Falls hier welche spawnen sollten, ne? Ich erledige sie nicht. Kann ich die Goldwertung nämlich knicken. Aber ich höre keine. Nee, gut, okay. Gehen wir erstmal da lang. Aber hier ist eine Sackgasse. Gefällt mir sehr gut. Halt! Sicherheitskontrolle! Kannst du mich auch mal gerne haben. Oh! Schön. Granaten brauche ich nicht. Ja gut, dann war es das, glaube ich, auf dieser Seite. Oh, hier geht es auch nochmal lang. Aber hier ist nichts. Hier kommt doch keiner raus, ne? Da war beim zweiten Teil so, dass die gerne mal über die Mauern gesprungen sind. Da habe ich früher, glaube ich, auch ziemlich... Also jetzt nicht in meinem Let's Play, da kann ich mich noch dran erinnern. Aber bei Underground habe ich, glaube ich, früher deshalb ziemlich oft keine beste Bewertung bekommen. Was mir hier, ja, ziemlich gegen den Strich ging. Auf der anderen Seite war einer, der mich schon gesehen hatte. Stirb! Danke. Da oben ist noch einer auf dem Dach. Jetzt muss einer Schussbahn raus. Jetzt bist du fällig, du Sau. Kriege ich eigentlich überhaupt einen Wagenführer? Kriege ich überhaupt Munition dafür? Ja, für den Schalldämpfer kriege ich auch ein bisschen Munition, sehe ich. Am Anfang, glaube ich, 28. Viel mehr habe ich natürlich jetzt nicht gekriegt, aber immerhin. Okay, wir laden gerade mal nach. Okay, nicht an einem lafettierten Maschinengewehr, das ist sehr, sehr gut. Ja, ach, du bist ja schon. Die fallen ja aber auch wie die Fliegen, ne? Annikes Karswinkel. Zum Käseladen. Ich mag Holländisch sowieso voll. Slagerei. Das hört sich so süß an. Das ist so eine süße Sprache irgendwie. Als wenn man betrunken wäre. Ich finde es auch immer irgendwie so lustig, wenn... Weil bei uns in der Firma, wir haben relativ viel mit holländischen Firmen zu tun. Die dann irgendwie versuchen, Deutsch zu... Fahrzeuge sabotieren. Ach, dann geht die Tür wahrscheinlich auf. Okay. Ja, wenn die dann... Entweder versuchen, Deutsch oder Englisch zu sprechen. Das hört sich immer so richtig lustig an. Okay. Wir gehen dann mal... Auf die andere Seite bin ich ja schon gegangen, oder? Ich weiß jetzt schon nicht mehr. Da hinten war das
Fahrzeugführerhaus hier, da glaube ich, ne? Komme ich überhaupt schon rein? Wie werfe ich nochmal Granaten? Oh, ich habe schon wieder alles vergessen hier im Spiel. Ah! Okay, da leckt das auf jeden Fall ein bisschen. Ich gehe mal gebückt hier rein, so. Hallo? No, there's nobody. Ah, dahin sehe ich schon einen Wagen, okay. Wie habe ich jetzt das Gefühl? Wie auf ist das? Weg damit, schnell! Alarm! Danke! Ach, komm hier, frisst das normal! Nein! Ich hatte Alarm ausgelöst, verflucht! So, ich köpfe ihn mal. Und wo kommt hier? Von da hinten, das war so klar, das war so klar. Okay, Deckung. So, ihr Schweine, was wollt ihr? Bisschen actiongeladene Mucke hier. Gefällt mir. Wo seid ihr denn? Ich habe da auf jeden Fall noch irgendjemand auf mich geschossen. Ach, hallo. Aber ihr wart das nicht, oder? Ist eigentlich gut, dass ihr den Alarm ausgelöst hat, weil dann hier vielleicht jetzt noch ein paar Gegner spawnen. Ich bin offen für euch. Kommt ruhig her. Okay, die Musik ist aus. Die Musik ist noch nicht aus. Ich habe so viele Granaten. Ich kann hier noch mal ein paar verwenden. Vielleicht hier so ja auch aus der Deckung rausklopfen. Hier. Das! Nein, das war scheiße. So, der war doch ziemlich gut, der Wurf, glaube ich, oder? Sind da reingegangen? Hallo. Oh, hier, ich leg da mal eine Mine hin. Guck, ob das was bringt. Ich glaube nicht. Hallo? Wachbataillon? Nein? Gut. Direkt ein ganzes Bataillon, so mit zwei Leuten gebe ich mich natürlich nicht zufrieden. Werkzeug besorgen. Du bist nicht Werkzeug. Du auch nicht, okay. So, machen wir den erstmal wieder aus. Kann ich nicht irgendwo hier einen Kofferraum aufmachen oder sowas? Ich habe gedacht, sie hätten hier ein Hakenkreuz in der Kette drin oder so. Das wäre. Ah, schon irgendwie lustig gewesen. Ich wollte doch gar nicht, nein. Ja, ich würde gern noch mal irgendwo was aufmachen. Weil ich mir das Gefühl habe, dass es irgendwo im Kofferraum war, das Werkzeug. Scheiße. Wie komme ich jetzt da dran? Ach so. Da geht's doch noch weiter. Guck mal einen an. Hm, alles klar. Check. So, wie mache ich das nochmal? Ach so. So, Nummer 1. Noch 3 Fahrzeuge. So, noch 2. Was? Schießt da jemand? Zu dem Herr, du Penner. Arschloch. So. Ach, Ölpfanne muss ich hier. Ich komme mich da noch erinnern. Wo war die denn? Da war die nicht. Da war sie nicht. Da war sie. Okay, alles klar. Und, hier war es im Kofferraum. Genau. Widerstand verständigt. Bestätigt, ja, Dennis. Gut. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich in die eine Tür da hinten rein. Aber ich meine, hier war vielleicht doch noch irgendwo was für mich. Nein? Gut. Nehme ich mir die Energie noch mit. So. Gut, ich schätze mal, auf der Brücke ist wieder voll was los. Oder? Nö, genauso langweilig wie vorher. Wo war nochmal der Durchgang? Ich meine hier vorne, ne? Also hier am Ende der Brücke. Vielleicht, wenn ich springe, bin ich etwas schneller.